Schon gut. Ja, was wollt ihr hier? Bruder Genitivi? Weshalb? Dann werdet ihr unverrichtete Dinge wieder gehen müssen. Ich habe Bruder Genitivi seit Wochen nicht gesehen und auch keine Nachricht erhalten. Das sieht ihm gar nicht ähnlich. Ich fürchte, ihm ist etwas zugestoßen. Genitivis Nachforschungen wegen der Urne haben ihn womöglich in Gefahr gebracht. Vielleicht gilt die Urne nicht ohne Grund als verloren. Ich bete für Genitivis Wohlbefinden. Aber täglich schwindet meine Hoffnung mehr. Ich wollte Hilfe schicken. Vor einiger Zeit waren Ritter aus Redcliffe hier, die zu ihm wollten. Ich habe ihnen alles gesagt. Aber sie sind auch verschwunden. Nun, sie kam nicht zurück. Und Nachricht habe ich auch keine erhalten. Ich weiß nicht. Nach dem, was Genitivi widerfahren ist, könnt ihr es mir da verdenken, dass ich annehme, die Ritter hätte dasselbe ereilt? Vielleicht sehe ich auch alles zu schwarz. Hoffentlich habe ich Unrecht. Nein, fragt mich nicht nach ihrem Ziel. Ihr würdet ihnen folgen und womöglich dasselbe Schicksal erleiden. Diese Suche ist ein Fluch für uns alle. Manche Dinge sollten einfach nicht gefunden werden. Das ist mir jetzt klar. Schon gut, schon gut. Vor seiner Abreise hat er nur gesagt, er würde in einem Gasthof in der Nähe des Kalenhat-Sees absteigen, um in der Gegend einer Spur nachzugehen. Es wäre klug, euch abzuwenden und nie zurückzuschauen. Bitte, ich flehe euch an. Das alles wird kein gutes Ende nehmen. Jede Aktion führt zu einer Reaktion. Vielleicht hat Genitivi sich das alles selbst zuzuschreiben. Viel Glück! Möget ihr die Antworten finden, die ihr sucht. Was macht ihr da? Ihr dürft da nicht hineingehen. Es tut mir leid, aber das Zimmer ist nicht für Gäste. Es ist voller Bücher und Papiere. Und ich will dort keine Unordnung haben. Nein, habe ich gesagt. Genitivi war sehr auf Privatsphäre bedacht. Nein! Weg von der Tür! Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Es ist gut, das sofort zu erledigen.
Kann man sich der dunklen Brut ergeben? Ein neuer Besucher an meinem Stand. Werft einen Blick auf meine Waren. Meisterhändler Ignacio, zu euren Diensten, Sir. Mein Vetter und ich pflegen Handelsbeziehungen entlang der Seewege. Wir führen Möbel, Seide, Holzschnitzereien und noch vieles mehr. Caesar kümmert sich um unsere Waren. Ich kümmere mich um andere Angelegenheiten. Geschäftliche Abschlüsse und Treffen. Caesar sorgt dafür, dass ich von den tagtäglichen Angelegenheiten unseres Geschäfts befreit bin. Nein, bin ich nicht. Ich bin aus tiefstem Herzen Händler und meine Heimat ist die Straße. Aber geboren wurde ich jenseits des wachen Meeres in Antiba. Ich habe es schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Die Straße ist eine bessere Partnerin, als es meine Heimatstadt jemals war. Das Leben am Hafen von Rialto ist billig. Ebenso billig wie das Hafenbier und die schmutzigen Huren. Hier hat man die Möglichkeit auf ein längeres Leben. Und ein kluger Mann kann im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen machen. Das Glück möge euch begleiten, Wächter. Ich kümmere mich darum. Hier ist ein kleiner Bonus, als Zeichen der Freundschaft. Hast du von den Magiern im Kalenhardsee gehört? Die haben sich alle in Dämonen verwandelt. Nein. Haben die Templer sie wenigstens getötet? Nein, vermutlich sind sie wieder gesund. Eine Nachricht für euch, Herren. Es gibt noch viel auszuliefern. Lebt wohl! Auf Befehl des neuen Earls von Denerim darf niemand das Gesindeviertel betreten. Beim Erbauer, warum so melodramatisch? Das ist eine vorübergehende Schließung, keine Aufführung von Dane und der Werwolf. Der Earl hat die Versiegelung der Tore befohlen, bis die Ordnung wiederhergestellt ist. Dauert vermutlich nur noch 1 bis 2 Tage. Sie haben aufbegehrt und den Sohn des Earls getötet. Nach dem Tod der gesamten Familie Urien hat der Regent Randon Howe von Amaranthian zum neuen Earl von Denerim ernannt. Seine erste Amtshandlung war, das Gesindeviertel in Brand zu stecken. Da drin herrscht Chaos. Sobald Ordnung eingekehrt ist, werden die Tore wieder geöffnet. Geht jetzt weiter. Hast du von der Revolte in Oswin gehört? Ich habe gehört, der Regent habe sie niedergeschlagen.
Zwergenhandwerk. Feinstes Zwergenhandwerk. Direkt aus Orsama. Seid ihr wegen eines Hinweises hier? Vielleicht können wir uns ein wenig unterhalten. Sorgt einfach dafür, dass die Unterhaltung zivilisiert bleibt, wenn das eine Falle ist. Saffron, richtig? Ihr seid Taliesens Problem. Andere Krähen könnten versuchen, euch zu töten, doch in meinen Augen seid ihr bereits tot. Ihr interessiert mich also nicht. Dieser Wächter ist allerdings von großem Interesse für mich. Das nächstes Getränk auf Schlacht. Ich bin ein roter Ruderer. Sieg. Pass auf, wo du hinstarrst, sonst reißen wir dir deine verdammten Augen raus und spucken dir in den Schädel. Sieg. Noch eine Runde für meine Männer. Der Erbauer segne euch, Wächter. Ich kümmere mich darum. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und einen Tod gibt, so gibt es nur ein Gott. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Thank you.
Dem Erbauer sei Dank. Schon gut, schon gut. Danke, vielen Dank. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger am Nacken sitzen müsst? Aber selbstverständlich. Aber selbstverständlich. Was macht ihr in Haven? Ihr habt hier nichts verloren.